Meine Eltern wollten Ende März 2017 zu Besuch kommen. Wir freuten uns riesig. Ich war zwar etwas besorgt, dass es zu viel für Paul sein könnte, Gäste für eine ganze Woche im Haus zu haben. Aber er freute sich so sehr auf ihren Besuch. Das Buch heißt »Wenn Lieben loslassen bedeutet«. Es ist von der Autorin Melanie Leamy. Und in dem Fall ist es kein Loslassen einer Trennungsbeziehung, sondern das Loslassen durch den Tod. Eine Stelle hat mich ganz besonders berührt. Das war die Stelle, in der die Melanie Leamy sagt, hören Sie Ihrem Angehörigen zu. Versuchen Sie zu verstehen, was Ihnen Ihr sterbender Angehöriger mitteilen möchte.